Noel, Noel, Noel.
Jahre aber. Ich feiere dieses Jahr auch 40 Jahre, nämlich 40-jährigen Hochzeitstag mit dem nächsten meiner Ehemänner. Da gibt es eine Menge Verbindungen und Parallelen zur 40 Jahre Künstlergruppe und 40 Jahre Ehe. Also, das heißt Neugierde, Bewegung, Toleranz, Gleichklang, Diskussion, Ringen um Standpunkte, Streit, unterschiedliche Gedankengänge, auf der einen sowie auf der anderen Seite. Ich kann jetzt natürlich mit Ihnen hier nicht von Bild zu Bild plaudern. Wir haben unsere Ausstellung oben, Sie wissen das. Und ich versuche jetzt mit Ihnen einen kleinen visuellen Rundgang durch unsere Ausstellung zu machen, damit Sie ein bisschen von den Gedanken, die wir hatten und haben beim Ausstellen, mit erfassen können. Ich bitte Sie jetzt noch ein kleines bisschen durchzuatmen. Jeder Künstler ungefähr eine Stunde. Ist natürlich nicht so. Sie gehen nachher nach oben und Sie befinden sich als erstes in einem grauen Raum. Grau nicht, weil die Kunst da drin so grau ist, sondern diese Räume da oben haben durch ihre Farbgebung, das haben wir als Künstler ganz klar festgestellt, einen ganz eigenen Charakter bekommen. Sie sind laut, sie sind leise, sie sind zurückhaltend und sie dominieren die Bilder oder umgekehrt. Und wir haben deshalb auch ganz bewusst diese Räume bestückt nach diesen Möglichkeiten, die diese Räume bieten. Und ich hoffe, Sie spüren das nachher, trotz der vielen Leute vielleicht auch ein zweites Mal kommen und schauen in Ruhe. Jeder Raum hat wirklich eine ganz besondere eigene Stimmung. Wir fangen an mit dem grauen Raum, in dem grauen Raum, und ich möchte meine Künstlerkollegen, weil ich glaube, es kennt sie nicht jeder, wenn ich den Namen sage, vielleicht wirklich bitten, aufzustehen, damit sie wissen, wer dort ausstellt, wer die Kunstwerke gemacht hat. Das hassen jetzt alle, das weiß ich, aber da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich fange mit Rauni Pfeiffer an, die Fotografin, die in diesem Raum vorwiegend vertreten ist mit ganz einzigartigen Bildern, mit Bildern, die unverfälscht sind. Also man neigt ja heute dazu, Fotografien zu bearbeiten, farblich zu verändern und so weiter. Es gibt also oben Fotografien von Baumstämmen vom Offenbacher Friedhof. Nicht eines dieser Bilder ist bearbeitet. Es kommt aufs Licht an und es kommt natürlich auch immer auf den Fotografen an, der dieses Licht dann so einfassen kann. Aber gleichzeitig arbeitet Rauni Pfeiffer auch mit Fotografien, indem sie Zeichnungen darauf anbringt. Schauen Sie nachher mal ganz genau hin, es lohnt sich. Weiter in dem Raum sind die ersten Skulpturen von Conny Rux. Sie wird Ihnen natürlich mehrfach in dieser Ausstellung dann oben auch begegnen. Conny Rux arbeitet als Bildhauerin mit Ton. Und ich komme nachher nochmal auf Sie zurück. Von mir stehen in diesem gleichen Raum weibliche Torsi. Ich habe mich im letzten Jahr mit Frauen beschäftigt, speziell mit ihren Körpern. Ich kann gut nachvollziehen. Also ich schöpfe die mit Papier. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo man sehr gerne dran arbeitet. Also das ist wirklich eine ganz sinnliche Erfahrung, auch mit Skulpturen. Als nächstes kommen wir zu Irina Krause. Irina Krause ist Malerin, malt in Öl. Und dieser Raum ist auch ganz speziell. Er ist ein bisschen diesem hier ähnlich. Er sieht so aus wie, ja, ich würde mal jetzt so übertrieben sagen, es ist ein Frauenzimmer. Weil tatsächlich auch ganz viele Studien von Frauen drin sind. Frauen, die jetzt hier so nicht sitzen, Frauen aus einer ganz anderen Welt. Frauen, die hier, ja, ein bisschen an Heidi, ein bisschen an heile Welt erinnern, ein bisschen an Forst, an, ja, schauen Sie hin, da ist auch eine Dame, die legt gerade das Gewehr an, ich würde Ihnen aber dann auch raten, nicht in die Schussbahn zu kommen, das könnte gefährlich werden. Als nächstes haben wir einen Raum mit Stillleben von Alexander Ossipow, unserem russischen Kollegen, Ölmalerei. Stillleben in diesem Raum ganz klar und modern interpretiert und in diesem Raum sind natürlich die
berühmten Frauen von Alexander Ossipow. Aber je öfter ich sie sehe, je mehr frage ich mich, sind das nicht vielleicht auch nicht Frauen, die begehrenswert sind, die ja, wo das Männerherz höher schlägt, also sie werden auch die provokanten Darstellungen sehen. Es könnten auch Stillleben sein, Frauen, die einfach da so ganz detailliert stehen auf diesem Bild. In der Mitte begleiten drei Köpfe diese Bilder, die werden Sie nachher auch anschauen und es steht ja auch überall dran, was wo ist. Der nächste Raum ist ein ganz intensiver Raum, ein ganz lebhafter Raum. Das liegt auch daran, dass sehr viele Künstlerinnen darin ihren Pol gefunden haben zusammen. Und da ist natürlich unsere Vorsitzende Julia Hunicke, die mit ihren Bildern, ja, ich würde sagen, kräftige Farben, voller Leben. Sieht immer ein bisschen aus wie ja, heile Welt, bis man dann ein bisschen näher an diese Bilder kommt und dann plötzlich merkt, da geht es um ein bisschen mehr als um schöne Bilder. Da geht es wirklich um innere Zerrissenheit, um Umweltschutz, um wirklich Themen, die auf den ersten Blick und diese kräftigen Farben nicht so vordergründig einen anspringen. Und ihre Arbeiten fordern uns heraus, denke ich, unsere heile Welt ein wenig auf den Prüfstand zu stellen. Unsere Kollegin Martina Prater, das tut mir jetzt wirklich in der Seele weh, ist jetzt nicht da. Die ist vorhin in diesem Raum hier so furchtbar gestürzt, dass wir einen Notarzt holen mussten. Ich hoffe, dass der auch in der Zwischenzeit gekommen ist. Die ist jetzt natürlich leider nicht da, ist oben vertreten, sie ist ursprünglich Grafikerin. Es ist aber jetzt nichts furchtbar Ernsthaftes, also, aber es ist natürlich wirklich für uns so ein Hindernis gewesen, hier wirklich unbegrenzt fröhlich zu sein. Martina Vater hat ihre Wurzeln in der Grafik, als Grafikerin natürlich, man erwartet dann natürlich eine Formensprache, gegliederte Bilder und so weiter, macht sie aber nicht. Sie ist eine Künstlerin, die auf ganz spezielle Weise Musik und Literatur auf die Leinwand zaubern kann. Sie macht quasi Musik und Literatur für unser menschliches Auge sichtbar. Sie spielt mit Texten und geschichtlichen Ereignissen wie ein Jongleur mit seinen Bällen. Die Spuren von ihr sind in der Ausstellung immer wieder zu sehen. In diesem Raum finden sich auch Schuhinstallationen, die sind von mir. Ich bin, wie gesagt, Papiermacherin auch und bin nicht der typische weibliche Schuhfetischist. Ich bin, ja, Schuhe sind für mich eine Metapher fürs Leben. Ich gucke auch immer zuerst auf die Füße. Und man kann sich da eine ganze Menge dabei denken. Aber diese Installation hat einen ganz speziellen Grund und ist auch auf diesem Platz vermerkt.